So, was haben wir denn hier? Gaias Herz. Alright. Okay. Könnte ich trotzdem kurz mal hier was gucken? Okay. Hier am besten erstmal hier hin. Zu greifen und in die Richtung zu bewegen. Okay. Ich weiß aber ehrlich gesagt gar nicht, wo das hin muss. Da müssen wir vielleicht drauf, ne? Nach Objekt drehen. Warte. Hä? Hä? Wieso dreht ihr das so und so? Ganz komisch. Ja, juh, dann. Ja, das ist doch ganz merkwürdig gerade. Warte mal. Warte mal. Come on. Ja, ist gut. So, ne? Ich hab diese Dings nicht gesehen. Diesen. Hä? Warte mal, ich glaube, der will. So. Okay. Ich hab die Einbuchtung gar nicht gesehen. Okay. Dann geht's hier hoch. Zack, 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 zack. Er ist schon ein cooler Junge, der Typ. Hä? Nein, du sollst da. Okay. So. Wo geht's weiter? Gegner greifen, dann drücken wir Gegner. Okay. Sehr geil. Hat auf jeden Fall schon Stil. Boom! Zack, weg damit. Okay. So, wir müssen hier weiter. Frage, kommen wir hier hoch oder so? Nö, ne? Das heißt, ich muss hier. Boah, das war knapp, ey. Alles klar. Hä? Ach ja, stimmt, das geht ja auch. Genau, wir können ja auch auf diesen Dingern hier kämpfen. Schöne Experience. Und jetzt? Okay. So, wir sind wieder auf Gaia. Boah, der lässt nicht locker, ne? Der lässt nicht locker. Shit. Challenge me, mortal. A god of Olympus? A true warrior does not hide, Poseidon! Leave the sea and face me! You have disrespected the gods for the last time, Kratos! Poseidon, der alte Ficker, ey, den rasieren wir mal richtig. I will leave nothing of you in my wake! Halt die Klappe! Okay. Alter! Dinger müssen weg hier, glaube ich. Okay. Jawohl. Ist manchmal ein bisschen schwer zu sehen, muss ich sagen. All of Olympus unites against you. So, die Dinger sind weg. Gaia kann mir ein bisschen helfen. Ja, ja, ja. Okay. Poseidon, ey? What? Shit. Oh Gott. Da muss ich aufpassen. Boah. Ah!
Manchmal erwischt er mich trotzdem noch irgendwie, ich habe keine Ahnung. Boah, ey. Warte mal, warte mal, warte mal. Kann man hier irgendwie hoch? Ich kann hoch, ne? So. Ich weiß nicht, ob was irgendwas da gebracht hatte, hier hochzugehen. Okay. For the greatness of Olympus! Ah, die Klappe. Ich glaube, hier sterbe ich jetzt. Boah. Ja, der rasiert mich jetzt. Oh Gott, ich bin tot. Okay. Muss hier mal kurz ein bisschen gucken, wie man hier gegen ihn ankommt. Ich weiß nämlich gerade nicht, was hier die, die Taktik ist. Okay. Hey, was soll das denn? Dahinter? Du Bauer, ey. Warte mal. Ich weiche mal aus, aber es geht irgendwie nicht. Der reagiert so langsam, weißt du? Ah, nein! Nein! Oh, das ist doch doof, ey. Das ist doch doof. Och, Mann. Was? Oh, hier komme ich nicht weiter. Ja, ich bin ja tot. Boah, hier muss ich mir irgendeine andere Taktik einfallen lassen. Moment mal kurz. You will never defeat us. Okay, okay, okay. Ah. Ja, ja, ja. Alter, es ist so dumm manchmal, es ist so dumm. Das ist so behäbig, es ist so unglaublich behäbig. Dieses Dodgen, das ist so behäbig. Da ist die Klappe. Ich muss 2 Sekunden vorher schon dodgen. Ah. Ja, geil, das ist so dumm. Das ist so dumm. Boah. Weg, 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 weg. Alter. Wie kriegt er mich denn da? Alter, wie... Go, go, go. Ich will den Finisher kriegen. Das kann man einfach dodgen hier, das ist kein Problem. Ah, guck mal, hast du gesehen? Die haben mir da noch die ganzen Dinger mitgibt, ey, die ganzen Schellen hier. Ja. Come on. Okay. Ich glaube, so weit hatte ich noch nie bisher. Jawohl. Ich muss hier oben drauf. Go, go. Ja. We're going down, man. Nein! Oh, diese Quicktime-Events. Ich hasse sie. Ich hasse Quicktime-Events. Das gibt's doch nicht. Das gibt's doch nicht. Alter. Diese Quicktime-Events, das ist doch unglaublich, Mann. Ich reg mich gerade richtig auf, weil die so dumm sind. Jetzt haut er ständig zu, ey. Guck dir an. Jetzt. Hoch.
Oh, ich hasse diese Quicktime-Events. Ich hoffe, wir machen den vierten nicht auch noch, ey. Aufpassen jetzt. Okay. Und jetzt, go, go, go. Alter. Okay. Okay, jetzt sind wir wieder hier. Wieder wie eben. Wow, wow, okay. Das Ding ist weg, das Ding ist weg. Atlantis will be avenged. Atlantis. Come on, man. Genau, genau. Ah. So, die sind weg. Okay, was jetzt? Alter, so richtig an in die Fresse. Scheiße. Oh Gott. Was machen wir jetzt? R1? Hä? Was? Da war gerade R1? Hä? Wo denn? Ach so. Okay. Oh boy. Ja, ja, ja. Ja. Wo sei denn der alte Malaka, ey? Zeus should have kept you where you belong. No matter how many gods fall, there will always be another to stand against you. They will fall as well. The death of Olympus means the death of us all. Then prepare for your death, Poseidon. So, hey, das ist doch Jason Momoa aus Aquaman. Komm her. Boom. Gott. Gewalt in Videospielen. Ja, Mama. So. Speichern wir mal. Hier. Okay. Ja, drauf.
What will you do, father? You can no longer hide behind the skirts of Athena. Athena is dead because of the rage that consumed you, Kratos. What more will you destroy? The hands of death could not defeat me. The sisters of fate could not hold me. And you will not see the end of this day. I will have my revenge! Petulant child! I will tolerate your insolence no more! Sacrifice. I have been denied release. I will defeat Olympus. I will have my revenge. Ah, und wieder geht's in die Hölle, glaube ich. Ja, verraten von Mama ist nicht so gut, nicht so geiles Gefühl. Sind wir hier im Wasser? Ich schwimme mal ein bisschen weiter. Der Styx. Der Todesfluss. Ah! Macht der automatisch kaputt? Ach ja, ich glaube, jetzt kriegen wir automatisch unsere ganze Lebensenergie abgezogen und so weiter. Während wir durchschwimmen. Wir können nicht wirklich kämpfen. Sind die ganzen Toten hier. Man sieht oben links die Anzeigen, gehen runter. Jetzt verlieren wir quasi alle unsere Power, weil wir waren am Anfang absolut maxed. Und jetzt halt, ja. Ja! Eine schöne Experience, Ops. Okay. Oh boy. Hades ist reich. So. Kann man hier was lesen oder so? Nee, kann man nicht. Du kannst einen leichten Fall darunter die Seelen oder so. We are not finished, Zeus. The gates of Hades have never held me. Death cannot hold those with purpose, Kratos. Athena. I have missed you, Spartan. I don't... My sacrifice to save Zeus has brought me to a higher existence.
You still appear to be an Olympian. Appearances can be deceiving, Kratos. So can the children of Olympus. Perhaps. But remember, my death came by your blade. My blade was meant for Zeus. Be quick with your words. As we speak, the war for Olympus rages on, and mankind suffers. Let them suffer. The death of Zeus is all that matters. Zeus will not fall as easily as Ares. To destroy the king of the gods, you must seek the source of his strength. The flame of Olympus. You once sacrificed yourself to save Zeus, and now you seek to destroy him? What has brought about this change? I see truth where I did not before. Perhaps these will earn back your trust. These are the Blades of Exile. They will help guide you on your journey to the flame. Remember, as long as Zeus reigns, there is no hope for mankind. Destroy the flame, Kratos, and the very foundations of Olympus will crumble. Alright, Verbannungsklingen. Diese Klingen sind ihr mächtigster Verbündeter gegen den Olymp. So. Jetzt nochmal kurz. Verbesserung. Sie wissen die Fähigkeiten nicht. Ich habe gar keine mehr. Gar keine Fähigkeit mehr. So, Verbannungsklingen Stufe 1. Ja, die kann man halt upgraden. Nächste Stufe erhöht der Schaden. Und wir können freischalten Argus, Ramme und Chaos-Zyklon. Ansehen, das sind, achso, gut, das wäre das, okay, haben wir hier irgendwas? Also jetzt sind wir quasi ein Lobo Kratos, wir wurden von unserer Macht beraubt hier, richtig ätzend. Hades, dies ist das Ende der großen Reise, die alle unternehmen müssen und von der niemand zurückkehrt. So, die Frage. Ach, hier. So, die wollte ich haben. Ups, fuck. Sind schon mal Gegner. So, hier die schönen XP-Orbs. Yummy. Nom. Okay. Genau, stimmt. Die kann man auch kaputt machen, diese Urnen. So, was haben wir hier? Sie haben ein Gorgonenauge erhalten. Sammeln Sie noch zwei, um Ihre Gesundheit insgesamt zu erhöhen. Ja, das klingt doch geil. Kommen wir hier hoch? War das so? Ja. Okay. Shit. Ja. Gegner packen. Ja, wieso meint er denn L1 gedrückt hatten? Boom. Ey, der hat schon ein paar geile Moves drauf, muss ich sagen. Okay. Zack. Und irgendwie ist es in jedem Teil so, dass er in den Hades kommt. Bevor ich hier weitergehe, habe ich irgendwas hier. Warte mal, hier ging es auch noch weiter, ne? Man kann die Dings nicht... R1? Hyperions Tor. Wer die Seele eines wahren Gottes besitzt, darf passieren. Ja, wir sind ja kein God of War mehr. Im zweiten sind wir God of War gewesen. Wurden wir von Athena als God of War bezeichnet. Und ja. Jetzt sind wir nur noch irgendein kleiner Pimp. Okay. Hier kann man speichern. Und ich werde die Session mal beenden. Ein bisschen lang geworden gerade. Ich dachte, ich überlege noch, ob ich eine Folge was mache oder zwei. Zwei ist wahrscheinlich besser. Sonst ist das zu lang. Ja, macht wieder ziemlich viel Spaß, hier rumzumetzeln mit Kratos. Ist halt ganz, ganz wichtig, weil jetzt ja bald auch der vierte Teil rauskommt. Und dachte ich, komm, dann schiebe ich nochmal den dritten ein. Wie gesagt, guckt nochmal in die Description. Ich pack's am besten in
In die ersten 5 Folgen packe ich das in die Description mit dem Recap von den ersten beiden Teilen. Wer es noch nicht gesehen hat, dauert nur 5 Minuten. Und ja, dann würde ich sagen, vielen Dank fürs Zuschauen. Schreibt mir was in die Kommentare, ich lese alles gerne. Gebt mir ein Like, gebt mir ein Abo, würde mich freuen. Und wir sehen uns beim nächsten Mal. Macht's gut, ciao. Your son has returned. You have disrespected the gods for the last time, Kratos. I will have my revenge.